So, liebe Leute, Replay Nummer 5 bzw. Bumm 5 wird gestartet. Rekat spielt hier als roter Terraner gegen den blauen Humpen. Und hier und heute, das ist jetzt hier mal ein One-on-One-Replay, wo wir auch wissen, wer es mir zugeschickt hat, nämlich der Humpen. Den haben wir nämlich schon ein paar Mal gesehen. Ja, es ist jetzt 21:30, es lief gerade der Hot Super Trailer. Auf Twitch, 45.000 Leute haben zugeguckt, nachdem der Trailer weg, also nach 10 Minuten, Viertelstunde Laberei haben sie halt den Trailer gespielt, dann waren sie dann gedroppt, die Viewer, auf 30.000, ja, also 15.000 Leute sich das Ding noch mit angeguckt und dann weg, boah, scheißegal, Trailer gesehen, mehr brauche ich nicht, ja. Obwohl es halt noch so ein paar Fragen gibt, ich meine, ich habe jetzt auch ausgemacht, weil ich jetzt ja hier noch das 5. Replay für euch machen wollte. Ja, man konnte halt live in die Show rein twittern und Fragen stellen zu den oder zum Spiel und die Entwickler haben das dann halt da direkt vor Ort beantwortet. Da ja, 3, 4, 5 Leute, hohe Tiere von StarCraft bzw. Blizzard, die da am Spiel mit zu tun haben, da haben da halt gesessen oder sitzen da immer noch. Später soll es noch ein Showmatch geben, wie gesagt, was ich im letzten Spiel halt sagte, gecastet von Total Biscuit und The Apollo. Ja. Schauen wir mal. Beziehungsweise, ich hoffe, dass ich bis dahin fertig bin. Beziehungsweise, dass ich jetzt halt hier das Replay schnell genug durchbekomme, denn das geht auch wieder ein Weilchen und dass ich dann halt nochmal reinschalten kann auf den Stream. Um mir das Ganze anzuschauen und hier jetzt auf jeden Fall Daybreak in der Casual Ladder. Ich glaube, Humpen spielt unter Bronze sogar noch. Bin mir nicht ganz sicher, aber so richtig scheiße ist der eigentlich. Quatsch, nur Spaß. Nee, Humpen, der spielt immer sehr, sehr fresh, der ist original hier und scoutet hier auch, dass kein Gas da ist. Der hat hier die Moves drauf, der hat einen super Skill, der fetzt richtig einen raus hier und ja, nichts anderes erwarte ich jetzt hier halt auch auf Daybreak gegen Rekat. Oder ist es halt eins der Spiele, um das ich euch gebeten habe, nämlich, dass ich hier auch mal ein Spiel bekomme, wo ihr verliert. Ja, so wie das Dings letztens hier. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendwer hatte mir doch da ein Replay geschickt, wo er dann verloren hat. Ja. Das ist natürlich dann immer sehr überraschend. So, Cybercore und wird es hier eine Echse geben? Ja, nein, Probe kommt, 300 Mins. Sieht nach Echse aus und der Terraner. Oh, links, rechts, hoch, runter, wo gehe ich hin? Jetzt aber, komm, Nexus, komm, und Nexus. Genau. Okay, also, Nogas Echse into, beziehungsweise Nogas Echse gegen One Gate Exit, zweite Barracks im Bau, CC halt hier, alles ganz entspannt, locker, lässig. Wird hier durch die Hose geatmet. Ich lese gerade hier im Skype-Channel von uns, AI. Tara hat gegen Showtime 2-1 verloren im EPS Cup. BO lose, schreibt er. Also BO Loss, also hat er quasi direkt was gebaut und oder gespielt und der Showtime hatte halt direkt das richtige Gegenstück dazu gespielt. Ja, aber Tara, letztes Mal hat er ja gewonnen, heute dann wohl, weiß nicht, Viertelfinale, Halbfinale wird er wohl gekommen sein. Auch das gibt ja more ordentlich Punkte, ne? Stargate für Humpen. Zweites Gas jetzt mit dabei. Also One Gate, Exit Stargate auf der Seite des Protoss, auf der anderen Seite. Zweite, dritte Barracks. Tech Lab, Doppelgas, Bunker, Marines, Exit fertig. 30-30 im Supply. Workermäßig sind sie. Oh, Protoss ein bisschen vorne. Wollte eigentlich ja sagen, sind sie beide gleich, sind sie aber gar nicht. Und hier auf der Seite kommen mal ein paar Stalker. Ja, und für alle, die sich wundern, das Spiel sieht aber komisch aus. Ja, es ist noch vor einem Patch gespielt, hier bevor halt hier dieses HOTS-Interface eingespielt wurde in Wings of Liberty. Ich habe jetzt ja halt von meinen 50 E-Mails nochmal so 5, 6 aussortiert. Und dann von unten habe ich jetzt angefangen. Also das sind jetzt hier etwas ältere Spiele. Also die sind schon etwas länger bei mir im Postkasten. Also, wie gesagt, ihr braucht auch da, euch da keine Gedanken machen, dass ich die E-Mails, wenn ich sie nicht caste oder wenn das nicht innerhalb von 1, 2 Wochen auf YouTube kommt, dass ich die dann lösche. Ich habe die immer alle noch auf Lager. Ja? Wenn mir aber einer 4, 5, 6 E-Mails schickt, dann gucke ich mir die halt an. Beziehungsweise die E-Mails.
E-Mails die Anhänge und wenn da halt, was weiß ich, 2, 3 Replays sind mit 50, 60 KB und eins mit 200, ja, dann lösche ich das mit 200 und die mit 50, 60, die Mails, die lasse ich halt drin. Weil ich dann halt weiß, das geht dann wieder über eine Stunde oder so und das muss jetzt nicht mehr unbedingt sein. Und, ja, so ungefähr läuft das ab. Also ich lösche die nicht, ja. Also außer wenn einer mehrere schickt. Ja, dann suche ich mir dann da halt einen raus, was ich von meine, was von der Größe her jetzt gerade so in meinen Zeitplan passt. Wenn ich jetzt Bock habe, so ein 20, 30 Minuten Replay zu casten, dann suche ich mir halt so ein 50, 60 KB-Ding raus. Wenn ich eins haben will, was eine Dreiviertelstunde geht, dann hole ich mir halt eins mit 100. Ja, wenn ich halt eins haben möchte, was halt über eine Stunde geht, das sind dann halt diese 150, 200 KB-Replays. Ja, das gilt aber jetzt nur über den Daumen im One-on-One, im 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4 sieht das ganz anders aus. Da hat auch schon so ein 10 Minuten, 4-on-4 hat schon 300 KB oder so. Das ist da ganz anders zu rechnen. Ja, 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 3 Phoenix und so. 60, 60 Supply Room, Supply Block. Und das Templar-Archiv ist on the way. Ja, ich kann es euch ja sagen, ich tapp mal eben kurz raus. Ich habe jetzt noch E-Mails zum Beispiel vom Dominik, von Nick, von Christopher, von Emre, von Ole, von Sebastian, von Silas, von Stefan, von Niklas, von Marco, von Max, von Andreas, von, was weiß ich, Otto. Ja, noch so viele Leute, die hier E-Mails noch geschickt haben, teilweise halt auch doppelt und dreifach. Und manchmal schicken sie halt aber auch doppelt und dreifach E-Mails, weil sie vergessen in der ersten E-Mail die das Replay reinzupacken oder wollen noch irgendwas sagen. Bist scheiße, du Kackvogel, geh weg, du stinkst, was weiß ich. Und, ja, aber wie gesagt, ich hau das jetzt nichts weg. Außer halt, es sind 5000 E-Mails, dann lösche ich 4000 davon. So, bei den Phoenixen, was hat er hier gerissen? Schauen wir mal, irgendwie, ja, so ein bisschen nix. So, hier ist ein Templar, Storm. Das ist natürlich auch interessant, so ein Phoenix Opening into Zealot Storm. Also, Charge Slot Storm. Hier halt Standard Bioball vom Terraner. Hat hier auch schon schön die Armory stehen. Nutzt das zwar nicht so richtig hier. Geld wäre. Ah, fast da. Fehlt ein bisschen das Gas. Ja, Phoenix hier holt sich jetzt nochmal endlich mal 1, 2, 3, 4 SPs. Ja, das war doch mal ganz erbaulich. Ne? Terra denkt sich aber auch, leck mir am Arsch, du Vogel. Ich fahr jetzt raus. Ja, Stalker. Scoutet das aber, zieht sich jetzt zurück. Noch ein paar Bersen. Charges gleich durch. Hat. Ah, noch keine Forge. Noch kein 0-1. Aber Storm ist da. Und das in doppelter Ausführung. Da wird sich der Terra gleich aber ordentlich wundern, Junge. Aber Storm und Boom, Junge. Kabouts. Ah, da muss er abhauen hier mit seinem Gelumpe. Da fällt noch ein Feedback hier aufs Map weg. Auch noch keine Concussive Shells für den Stalker. Für die Marauder hier. Ah, wo haben wir denn nochmal hier so eine Tech-Bude? Na, hier. Keine Marauder Shells. Ah, jetzt die Phoenix natürlich hier dabei, sich jetzt noch die Medivacs hier zu kassieren. Das hat dann natürlich schön gespielt hier, der Humpen. Ah, sieht man zwar auch relativ selten, so ein Phoenix Opening into Charge Slot Storm. Ah, weitere Gateway. Jetzt kommt hier die Forge noch mit dazu. Hier oben dann auch gleich schon die zweite. Und dann bin ich gespannt, der hat jetzt hier 1000 Overmints. Ja, ich glaube, hier kommt schon die Probe angefahren, genau, für den Nexus. Aber obwohl der Gesetz ist immer noch 1000 Overmints. Heieieiei. Deswegen baut er sich ja jetzt hier auch nochmal ein paar Gateways, boostet die Lupen ordentlich durch, damit er hier nochmal ein bisschen was rausholen kann an Bersen. Und wie reagiert jetzt der Terraner? Ja, der baut jetzt hier erst die Ghost Academy, ein bisschen sehr spät, weitere Barracks hier. Wie kann er delayen? Ja, das ist immer nice, hier erst die Worker sich hier hochzupicken. Ja. Um halt hier eben das Production so ein bisschen noch nach hinten zu ziehen. Ah, aber nur ein SCV, da kam der Bioball. Drittes CC, aber auch schon fertig hier von Rekata. Also trotz der Klatsche, die er da kassiert hat mit den Storms, hat er schon das dritte CC fertig. Ja, und ansonsten laufen jetzt hier auch die 2-2er Upgrades bei Protoss. Gerade erst das 1-1. Ah, Gateways gehen auf. Jetzt hier nochmal die Robotics hier hinten. Ah, wird gewallt. Naja, ich werde hier nochmal ein, zwei Kanonen cool, wenn er halt hier reindroppen sollte. Der Terraner. Auf jeden Fall wird er jetzt wohl wahrscheinlich gleich das Ganze hier scouten. Nämlich hier die dritte Base, die gebaut werden soll.
Kabam! Geht es los. Schrott. Oh, aber da kommt auch wieder schon der Bioball. Ja, immerhin, Ghost Academy holt sich hier das Möbius-Reaktor-Upgrade. Also wenn ich jetzt hier gegen einen Terraner spiele, gegen einen Protoss spiele, der Storm hat, dann baue ich keine Ghost Academy. Ja. Ich baue dann einfach noch ein paar Barracks. Und dann verliere ich trotzdem. Ja, deswegen, das ist, glaube ich, der. Ich sollte dann doch mal das hier bauen. Ja. The Ghost Academy. So einfach ist das. So schwer kann das doch nicht sein. So. So, Stalker Berzy Storm, Gateway Units am Start, Robotics hat er jetzt auch und hier jetzt noch den Koloss Tech sogar noch hinterher. Seine ganzen 1000 Overmints hat er jetzt endlich mal ausgegeben und im Supply sind sie dennoch beide recht da beieinander, muss man hier sagen. Und das ist noch eine ziemlich scary Army, die hier angerannt kommt. Ja, 2-1, 2-2 jetzt in wenigen Sekunden durch. Aber wir haben hier hinten eine Menge Templer stehen und hier ist noch kein Ghost mit dabei. Also sollte das doch eigentlich nicht so die Schwierigkeit sein hier für unseren Humpen. Na, schön wäre es gewesen, wenn er den Watchtower noch gehabt hätte. Hier oben vielleicht einen Observer. Aber jetzt sieht er ja hier mit den Bersen, was da Phase ist. Na, kommt hier runter die Schlotze. Mit dabei die Kanonen. Kaufen natürlich etwas Zeit. Jetzt hier die ersten Bersen dran am Bioball. Er kitet den aber erstmal ganz gut weg. Wie gesagt, hier 2-2 gegen 1-1. Na, ein Feedback, ein Storm. Aber reicht das? Der Haufen von Humpen ist jetzt nicht so groß, aber die Storms sind gut. Die Storms sind gut. Na, da kommt er nicht gegen an. Humpen jetzt auch im Supply wieder vorne. Und das deutlich mit 25. Ah, er braucht jetzt halt hier die Ghosts. Ich weiß auch nicht, warum er hier unbedingt. Der wusste ja, dass der Protoss schon Storm hat. Er hat er beim ersten Angriff halt schon kassiert und greift jetzt hier ohne Ghosts an, obwohl er sich ja hier auch die Ghost-Bude schon geholt hat. Also was ist da los? Ja, an sich hat er es ja gut gemacht. Das Upgrade hier 2-2, schön, schön, aber er hat halt hier den Ghost nicht mitgenommen. Er baut auch keinen. Brauche ich nicht. Und jetzt kommen hier die Felix wieder an. Und im Supply ist auf einmal wieder dran, weil er jetzt ja hier baut und baut und baut. Jetzt kommt der erste Ghost. Aber hier die Mad Max. Oh, schöner Snipe. Nochmal hier. Ich meine, die braucht er jetzt ja gar nicht mehr so wirklich. Ja, das ist jetzt hier. Die haben jetzt hier einen Schaden gemacht. 5, 6, 7 Kills. Ja, die haben ihren Schaden gemacht, die Jungs. Ich gucke auch mal über das Slot. Da sehen wir vielleicht deutlich. Mit 6 zu 3000. Ja, Double Robo. Jetzt gibt es auch noch Double Koloss hinterher. Vierter Nexus soll hier unten wohl gleich noch dazukommen. Ja, das 2er Armor Upgrade läuft ebenfalls mit. Hier hinten wird ja ein bisschen mit Supply Depots. Und einem Seeker-Dingens hier, nicht Seeker, bis Raketenturm. Mal ein bisschen abgesichert und weitere Barracks sind im Bau. So, jetzt hier der vierte Nexus von Humpen. Ah, er moved raus. Hightemps mit dabei. Koloss 1. Oh, er hat sogar schon ein Schild-Upgrade sich geholt. Und auch der Bioball hat jetzt hier seine ersten zwei Ghosts mit dabei. Ah, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall schön, dass er die Phoenix immer hier oben lässt, um halt safe zu sein. Also noch geiler wäre es, wenn er die hier so Patrouille fliegen lassen würde, um halt dann eben sicher zu sein, wenn da so ein Drop ankommt vom Terraner. Aber so an sich ist es schon gut, dass er die halt abseits der Main-Armee halt hält, weil da oben ist halt die Gefahr, wie gesagt, sehr groß, dass da mal so ein Terranski vorbeifliegt, ja. Baut sich jetzt erstmal hier entspannt eine vierte Base. Ah, die ist hier vorne ja schon halb fertig. Und dann sehen wir mal. Ah, jetzt hier 3-3 am Laufen, jetzt hier auch Level 3 Armor, Level 2 Attack, Double Koloss und ja, auch hier wird es dann wohl gleich eine Base geben. Ah, nochmal ein kleiner Scan, was ist denn da so? Ja, oh, hier ein Haufen Templer, guckt sie euch an. Ne? Alle voll aufgeladen, na gut, der hinten nicht, aber ist schon ordentlich, was er da hat. Na, Terra hat sich jetzt hier schon mal die Rocks abgerissen, er hat kein Cloak hier, das ist natürlich ein bisschen Fail. Ah, wird sich schon mal aufgestellt. Aha. Ah, jetzt kommen hier die Ghosts voran. Ein Ghost down, zwei Ghost down, drei. Ein Snipe geht raus, aber die Taps können hier ihre Storms rauslassen. Er hat keinen Cloak erforscht. Ich meine, wäre auch eh nicht so doll, weil hier war doch irgendwo ein Observer, glaube ich. Ja, hier, da hängt er hinten dran. Ah, nochmal ein kleiner Trupp vorgestimmt. Ah, wieder der Storm. Kommt da nicht durch hier, der Rekan. Schlecht mit den Ghosts hier gearbeitet. Er hatte 5 Stück. Einer steht da auch noch. Aber halt eben kein Cloak. Das ist natürlich fatal. Ja, und beide jetzt auch mit ordentlich Overmins, weil sie halt eben gerade beide ein bisschen Micron mussten.
Ah, Worker fahren jetzt hier runter zur Base, die jetzt da gleich mal gebaut werden soll. Oder fährt er erstmal... Ja, er fährt erstmal hier runter, okay. Ja, jetzt gibt es das Einzeltarnfeld hier für den Ghost. Hat er vergessen, ja, kommt schon mal vor. Ja, und jetzt soll wohl mal ein bisschen gedroppt werden. Aber, oh Gott, jetzt kommen gerade die Phoenixe hier um die Ecke. Mal sehen das jetzt hier, alles klar. Nochmal ein paar SCs for free, boom, boom. Ja, oh, Achtung, Achtung, die Phoenix. Ja, einer, zwei. Aber die Medivacs. Ah, das will er unbedingt noch haben. Und das zweite auch. Aber jetzt verliert er alle seine Phoenix. Und jetzt hat er halt hier ein Problem. Denn jetzt ist der Drop hier oben drin. Hätte er sie mal hier an der Pussy gelassen, dann wäre nichts passiert. Aber so kriegt Rekard hier nochmal ein bisschen was kaputt. Mal gucken. Ah, die eine Kanone, der Bioball mit 3-3 natürlich auch super, super stark. Die paar Probes hier greifen nochmal, aber da geht natürlich nichts drauf. Ah, Kolostek, vielleicht noch ein Upgrade-Kill. Mal schauen, was macht Humpen. Er sucht hier den Weg nach vorne. Guckt euch mal, wie viele Kolosse das sind. Und er hat nicht ein einziges Viking. Doch, da sind 3-4 Stück, okay. Aber guckt euch mal die Laserstrahlen an. Wieder alles wegbrennt hier bei Rekard. Ja, aber auch Humpen kriegt ganz gut einen auf den Kopf. Hier hinten Kolostek abgerissen. Der Nexus hier nochmal die Forge anpowert. Und die Laser-Beam-Show. Die Templer jetzt hier hinten mit dabei. Die müssen nochmal einen Storm raushauen oder mal ein Beatback, Junge. Na. Aber wo er da auf einmal hier mit 8 Kolossen ums Eck kommt. Ja, die ganze Zeit hier Charge-Slot, ja, Schlotze, Templer. Ja, und auf einmal knapp 10 Kolosse. Ja, beide aber trotzdem zum Teil recht even. Hier tut immer noch der Biotrupp. Hier Gateways gibt die vor Robo ausgeschaltet. Ja, da sollte sich langsam mal drum kümmern hier. Da kommen noch mal ein paar Temps und ein paar Bertis angerauscht. Ah, Slim. Feedback, Junge. Feedback. Mach doch Feedback. Naja, der Storm. Ja, jetzt Feedback, ja. Wenn da das Medivac gekommen wird, hast du das Medivac selbst noch geschossen? Da waren doch bloß Schlotze dabei, oder? Na, ist egal. Auf jeden Fall geht sie vorne rein. Ah, die Vikings kassieren hier schön Storms von den Temps. Sehr gut, da macht er nichts. Ja, da macht er nichts. Da macht er nichts. Drückt immer noch der eine Marauder hier. 7 Kills. Rastet völlig aus. Und Humpen zieht sich erstmal zurück, hat sich jetzt hier ein paar Archons geholt. 1, 2, 3, die Upgrades, ordentliche Viking-Produktion jetzt hier am Start. Ah, der Terra ist noch nicht raus, man sieht es ja hier, 40 Supply vorne. Ah, die Base steht zwar, läuft aber nicht. Hier vorne könnte man mal ein paar Probes hier abziehen, beziehungsweise hier auch nochmal ein Gas bauen, aber braucht er eigentlich nicht. Hatte Overgas, das gleiche gilt auch für den Terra und der holt sich auch nochmal eine Base. Also das ist ein schönes Spiel. Also Platin-Dia-Niveau würde ich das hier mal einschätzen. Die ganze Seuche hier. Terra gut mit am Start. Upgrades hier. Könnte man noch mal ein bisschen reparieren. Die ganzen Flugapparate hier. Ja, scannt noch mal. Ja, noch mal ein paar Tabs mit dabei. Und die werden gleich wieder ordentlich Storm raus. Und er hat wieder keine Ghosts dabei. Er frisst hier wieder die dicken Storm. Boom, boom, boom. Ja, da ist noch kein Koloss-Shot abgesetzt. Da ist hier schon fast die komplette Terra wie abgerissen. Und weggestormt. Aber jetzt kriegt ihr auch noch mal ein, zwei Kolosse weg. Und es sind noch einiges hier an Vikings. Plus 1 immerhin. Ja, beide jetzt hier an der 100 Supply-Grenze, Humpen sogar drunter. Ja, krasses Game, der Terra wehrt sich heute. Aber wieder ohne Ghost attackiert, wenn er da richtig schön mit Ghost reingeschlotzt hätte. So, jetzt wird hier diese Base ausgeflogen, will hier vorne hin. Kein Geld für ein CC, fliege ich mal eins weg. 3000 Gas auch dabei, wenn er da mal ein paar Ghosts noch mehr hätte. Ah, hier oben geht's jetzt auch los. Ja, und jetzt auch mal ein bisschen was hierher gesplittet. Er hat da wohl ein paar. Ja, hier hat er definitiv welche weggeholt. Es waren ja zwei Reihen und noch ein paar. Und jetzt ist hier ja, nicht mehr so viel. Und hier läuft einiges. Ich denke mal natürlich auch von hier ist ein bisschen was weggeholt. Und auch hier drüben ist ja auch nicht mehr allzu viel. Hier war jetzt mal 4 Templer. 2 Kolosse, die hier rumzappeln. Ah, die Kolosse hat er gefunden. Die Templer jetzt auch. Alles klar. Ah, nochmal ein Kolostek neu gebaut. Ein Immortal jetzt noch mit dabei. Aber wer gewinnt das jetzt hier? 120, 120. Beide mit den Upgrades ziemlich stark dabei. Dark Shrine ist nochmal mit dazu. Auch vom Tech eigentlich hier beide genau das richtige. Bioball, Vikings, Ghosts. Ja, obwohl er jetzt gerade keinen Ghost dabei hat. Aber er sollte nochmal ein paar bauen. Sonst wird er gleich ins Gesicht geben. Mal wieder. Ja. Oh, ja, ja, wie es hier schlotzt und brödelt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Prisma nochmal vollgeladen. Will er hier ein paar Stormdrops machen, könnte man ja nochmal. Ja, macht er jetzt auch hier. Gravitationsantrieb.
für das Prisma. Da gucken wir mal, wie viel SCVs hat Terra eigentlich? 70. Könnte jetzt mal noch das ein oder andere Orbital sich vielleicht holen und ein paar SCVs mal verschrotten. Und vor allem ein paar Ghosts bauen hier. Der baut nur Marine Marauder Medivac, hat aber jetzt hier wenigstens mal ein bisschen repariert. Ah, und ich bin gespannt hier, der Storm Drop, denn hier vorne ist keine PF. Kein Sensor Tower, kein Missile Tower, Turret. Ah, und immer wieder wichtig, ja. Nehmen Sie das Leben aufs Korn mit der Eye Pistol. Boom! Ah, sehr gut. Kabouts, Krawalms. Ah, nimm doch mit hier. Ich will mitkommen. Und ab geht's. So, wo hat er denn das neue Kolosslugen-Gebäude gebaut? Ah, hier hinten. Aber ich kann mal vergewissern, ob er wirklich der Prisma-Boost... Ja, jetzt sieht man es doch deutlich. Dass der Prisma-Boost am Start ist. Prisma auch eine ganz, ganz starke Einheit eigentlich. Warp, wo du willst. Ja? Jetzt auf jeden Fall mit dem geht's hier in Richtung Main. 180, 180 im Supply. Zwei Kolosse plus drei Attack plus zwei Air Weapons jetzt hier für den Terraner. Ja, klappt hier sein Gerät aus. Ja, klappt aber auch gleich wieder ein, denn auch hier hinten wird nochmal ordentlich einer durchgerüttelt hier in der Mineral Line. Oh, das hat ganz gut geknistert. Gucken wir mal, Worker Kill. Ja, 40, 2, 13. Ja, und jetzt gibt's hier DTs. Ah, das hat hier nicht gut funktioniert. Ah, EMP, komm. Wenn er ein guter ist, dann EMP-ter. Wenn er schlecht ist, scannt er. Okay. Ich meine, der erste Griff ist natürlich immer zum Scannen, aber mit einem EMP wäre der genauso sichtbar geworden. Ah, Prisma jetzt hier abgerissen. Oder sagen wir es so, damit es nicht ganz so böse klingt. Wenn er gut ist, scannt er. Wenn er richtig gut ist, EMP-ter. Ja, und hier wieder sein Harass-Prism. Kein Warp-Prism, es ist ein Harass-Prism. Baby Boy. Ja, und auch hier könnte es gleich ordentlich brutzeln. Ah, das macht er gut, muss man sagen, hier vorne. Ah, jetzt mal ein EMP, was endlich mal getroffen hat. Und jetzt hat natürlich Humpen vielleicht sein Problem. Aber das sollte doch noch ausreichen, oder? Da hinten kommen die Reinforcements, noch mehr Kolosse, noch mehr Schlotze, Archon. Ah, Kolossi sitzt zwar hier ordentlich dezimiert, aber man sieht halt mal, was das ausmacht, ja? Ja, das muss ich jetzt auch mal für mich persönlich jetzt mal in meinen Kopf reinkriegen. Wir gehen hier nochmal ein Stück zurück. Ah, hier ist Humpen noch leicht vorne im Supply. Und die Kolosse hier, die stehen natürlich ein bisschen blöd, weil hier recht viele Marauder, hier die ganzen Vikings mit dabei sind. Ja, und wenn ihr nur mal einmal hier ein EMP, hier bam, alles getroffen. Okay, ein Storm geht nochmal raus, ein zweiter, wenn der nicht gewesen wäre. Aber da sieht man halt schon mal, wenn die EMP sitzen, dann ist der Bonus einmal, oh Hilfe, Hilfe, was soll ich nur tun? Ja? EMP, Leute, EMP richtig gut. Ja, aber Rekard kriegt jetzt hier, glaube ich, den Rest. Hat doch nicht ganz gereicht, hier die Bersen noch zahlreich. Die Archons kümmern sich hier um die Weichen, um die Medvacs. Das bringt sogar nochmal eine Ehrenrunde oben drüber, natürlich. Aber nochmal ein Koloss hier in Stücke zerfetzt. Ah, nochmal der Stormdrop, nochmal hier oben. Aber hier ist mittlerweile fast nichts mehr. Wir gucken mal aufs Income 40, 50. Ah, wo sind die 50 SCVs hier vom Terraner? Ah, hier drüben sind noch ganz viele. Das ist natürlich auch ein bisschen Fail hier, an einem Patch hier 50.000 SCVs nuckeln zu lassen. Ah, da denke ich, oh nö, das lohnt sich nicht. Da fliege ich weiter, ne? Irgendwo nochmal ein DT gerade gestorben. Hier hinten, das wäre natürlich nochmal was, wenn man hier auf so einen Spot drauf stormt. Ja, das sind vielleicht 40, 50 jetzt fies. Alter Verwalter, aber jetzt hat er hier das ganze Ding verloren. Aber 70 zu 14, das hat sich gelohnt hier. Auch wenn vier Temps natürlich teuer sind und die natürlich ja, schwer zu ersetzen sind, sage ich jetzt mal. Aber die haben sich halt gelohnt. Ja? Die haben so viele Worker weggestormt. Und das war halt richtig effektiv hier gerade. Wenn halt hier 20 SCVs hier an zwei Patches hängen, dann kracht das richtig im Gelump. Aber jetzt kommt nochmal, glaube ich, Last Attempt hier von Rekard. Der geht nochmal drauf, wieder ohne Ghost. Und, oh doch, da war nochmal einer. Ich hab ihn gehört und ein Ghost hat gejault. Aber es reicht halt nicht. 70 zu 170 Supply. Das sollte jetzt hier vorbei sein. Und Humpen gewinnt hier dieses schöne Spiel in der Casual Liga auf Daybreak gegen einen wacker kämpfenden Rekard, der den einen oder anderen Ghost hätte noch bauen sollen. Für EMP und dann wäre das Ganze hier ein bisschen eleganter für ihn gewesen. So, das war's für heute, Leute.
Bumm, 5 ist fertig. 5 Replays heute gemacht. Und ja, morgen habe ich Geburtstag. Dann mache ich GoFirst D2 Geburtstagscast. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Livestream, beim nächsten Let's Play, beim nächsten VOD hier auf YouTube oder im Livestream halt, wie gesagt. Abonnieren, kommentieren, liken, alles anklicken. Daumen hoch, ein paar Kommentare wären nett. Und ich sage adieu, bis zum nächsten Mal. Tschüss.